Hallo Freunde, hallo Bastler, hallo Neuankömmlinge auf meinem Kanal. Ich begrüße euch. Ich habe heute ein Überraschungspäckchen bekommen, nämlich von einem Abonnenten meines YouTube-Kanals hat mir ein wunderschönes Geschenk bereitet. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich war sehr gerührt, als ich das Päckchen aufgemacht habe, als ich von der Arbeit gekommen bin. Und einmal drehte sich hier um eine Squonk-Mod für eine 21700er Akku und einmal den Digifloor, ein Tröpfler, der auch umzubauen ist als Squonker. Und ich mache heute nur das Unboxing und dann werde ich das mal ein paar Tage testen, dass ich mir auch ein Urteil bilden kann. Und da würde ich sagen, ich schalte mal um und wir fangen mit dem Tröpfler an. So, da seht ihr einmal, wie man den wickeln kann. So, er ist in Schwarz. Dazu unten einmal ein Bedienheft, ein User Manual. Und wollen wir mal gucken, ob das auch in Deutsch ist. In Türkisch, in Englisch, Spanisch. Und auch in Deutsch. So. Aber jetzt erstmal total uninteressant. Das Toolwerkzeug ist gut. Den Adapter werde ich auch brauchen. Das ist der 510er Adapter. Die Dichtung. Ersatzmadenschrauben sind. Oh, das sind eine Menge. Zwei. Na. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen hier. Na. Zwei, vier, sechs, acht. Acht Ersatzschräubchen. Aber wir drehen erstmal hier unten. Den Pin raus, weil ich will ihn nicht als Tröpfler benutzen, sondern als Feeder. Der ist ein bisschen länger. Na, wollen wir den mal da reindrehen. Erstmal einmal gucken, ob hier noch eine zuzügliche Dichtung drin ist. Ist keine, nur die Hartplastik. So, hier ist ein Kreuzschraubendreher. Mit dem Tool kann ich schlecht arbeiten. Nehme ich mir also mal meinen normalen Kreuzer. So.
Schön, sehe ich schon. Hier ist eine Arretierung. Das heißt, wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen. Wo ist mein Adapter? Mein Dicker, nehmen wir den so lange. Das heißt, wenn er aufgeschraubt ist, kann man den auch leicht runterholen, weil da, seht ihr, eine Aussparung hat. Also super, super zum Wickeln. Ja, ich kenne das so, dass bei vielen schon von vornherein zwei Wicklungen da drin sind. Sind jetzt in dem Falle nicht. Das Ofenrohr möchte ich auch nicht benutzen. Können wir also auch schon mal da reinschmeißen. Dann ist hier noch einmal so ein milchiges, aber ist auch Kunststoff, so, der hier oben reinpasst. Aber auch selbst das ist mir für mich, ne, einfach zu groß. So, und ein 510 Adapter. Gucken, wie schön der da reinpasst. Der geht auch sehr stramm da rein. Und was wir jetzt natürlich brauchen, damit das ein bisschen schöner aussieht, muss da ein Fat Daddy drauf. Ja, von wegen Fat Daddy. Ein Old Sim, was denn sonst? So, den kriege ich da jetzt nicht runter. Also drücke ich mir den wieder raus. Und guck mal, wie der hier reinpasst. Ja. Nein. Der passt also nicht so gut. Da sitzt der wesentlich besser. Also holen wir den hier runter. So. Und drücken den hier rein. Ja. Das sieht aber jetzt nicht so gut aus, weil der passt nicht. Weil den habe ich ja jetzt angeglichen auf den Peerless. So, da wollen wir mal gucken. Wenn ich jetzt einen anderen nehme hier. Vom C4. Ob der besser passt. Der passt auch nicht. Also fängt schon gut an. Habe ich denn jetzt noch ein anderes hier? Der Ordnung hält es nur zu voll zum Suchen. So, probieren wir das mal. Ja, das passt besser. Und hat auch noch einen guten Zug. So, wollen wir mal gucken, was wir da für Colts reintun. So, ich hätte jetzt hier 0,85 zur Verfügung. So, das sieht wirklich hier mau aus mit meiner 8,5er. So, mal gucken. Hier sind natürlich jetzt Schlitzschrauben, was ich auch nicht so unbedingt mag. Aber ich will nämlich wissen, ob die hier von diesen sogenannten Standard-Colts ausgeht, die im Moment sehr handelsüblich geworden sind. Es wickelt ja kaum noch einer selbst, weil sich alle diese Colts kaufen. Aber um etwas auszuprobieren, nehme ich die jetzt gerne. Um einfach mal zu gucken. Das ist auf jeden Fall zu hoch. Also das kann ich vergessen. Da werde ich mir auf jeden Fall selber
welche wickeln. Also tue ich die wieder weg. Und setze den hier wieder drauf. Zack. Den brauchen wir auch nicht. Den holen wir jetzt raus, der kann unten liegen bleiben. Den tun wir da rein. Zack, Deckel drauf. Fertig. Auf den Skonga zu sprechen, wo ihr alle drauf wartet. Also hier steht Skonga Mod von Desiree Design. So, da steht Color Red, also in Rot. Da steht Desiree Design, bla 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 bla. Shenzhen, ganz logisch. Na, hier denke ich mal, hängt der Code runter, um zu gucken, ob der auch echt ist. So, hier steht es 21700er, 5 bis 108 Watt, 0 bis 8 Volt. Da da nur ein Akku ist, wird da also die Spannung hoch transformiert. Minimum Ohmwerte 0,08. Temperatur 200 bis 600 Grad Fahrenheit. Interessiert mich auch nicht. Dampfig eh nicht. Ist Schwachsinn. Wer es mag, soll's tun. Ich brauche es nicht. So, dann gucken wir mal, ob hier auch irgendetwas hindurch steht. Hätte mich auch gewundert, wenn da was in Deutsch gestanden hätte. So, wir holen einmal erstmal das hier raus. Das ist also ein Adapter, wenn man 18650er Akkus nimmt. Seht ihr? Ihr seht gar nichts, aber jetzt seht ihr es. Ja. Dann einmal ein USB-Kabel, um eventuelle Updates zu machen. Also sie sieht schmuck aus. Hier ist also ein Schutz drüber. So, jetzt muss ich gucken, ob ich noch... Was habe ich jetzt hier für eine? Das ist jetzt eine 20700er, die müsste auch gehen. Plus nach unten. Ja, oh, die geht gut rein. Zwei Ströne, starke Magnete. Es rappelt nichts, das ist gut. So, wollen wir mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5. Da tut sich gar nichts. Habe ich jetzt in der Kofferkette reingelegt. Guten Morgen, Akku verkehrt rum. Kann also nichts funktionieren, weil sie auch einen Verpolungsschutz hat. Also legen wir den Akku richtig rum rein. So, Deckel wieder drauf. Und da geht es auch schon von alleine an. Oben zeigt sie 49,6 Watt an. Mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5. So ist es. 1, 2, 3, 4, 5. So ist sie wieder an. Ich denke mal, das Emblem kann man garantiert tauschen. Gegen das Diansche Emblem. So, einmal plus minus drücken. Oh, mal gucken, ob sie da genau... Da ist dann die Sperren gelockt. Er sagt jetzt nur Atomizer. Das heißt also, man kann feuern. Es ist nur die Up and Down Taste gesperrt, um wieder zu entsperren. Beide drauf. Ist allen bekannt. So, jetzt haben wir mal 1, 2, 3. Das müsste dann die Menüführung sein. 1, 2, 3.
Ja. Da kann man die Modis umschalten. PMG, VW, also Volt, was Volt, oder Volt, was? So, und unten kann man noch Ampere einstellen. Da geht nichts, entweder gucken, was man da noch. Zugzähler und Strom. Zugzähler ist für mich immer uninteressant. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob da was kommt mit Plus und Feuern. Da kommt gar nichts, ändert sich nichts. Was stand da jetzt? Achso, Clear Time. Naja. So, mal gucken hier. Ganz einfach mal eben, locker. Auf 22 Watt. Und dann drehe ich da mein OBS drauf mit dem Heatsink. So. Macht sich da auch was her, ne? Wollen wir mal einmal feuern. Was sagt er jetzt? Neuer Coil 0,81 Ohm recht. Some Coil und links Left heißt 0,11 Ohm. Ja, hat er nicht. Ja. Ja. So, er zieht jetzt bei 22 Volt, hat er 4,2 Volt und zieht 5,82 Ampere. So, mal gucken. Funkt, soweit kann man nicht meckern, aber das ist ja eine Skonker. Da kommt dann der nächste wichtige Test, wo ich meine, das ist der wichtigste Test überhaupt. Dann nehme ich hier, naja, ich brauche den passenden Adapter, nein, sonst geht's nicht. So, da habe ich hier einen Adapter mit einem Loch, wo man also durchgucken kann. Den drehe ich jetzt hier drauf. So, nehme den Deckel runter. Drücke jetzt die Flasche zusammen und oben den Daumen drauf. Und wenn jetzt die Flasche diese Position, wenn ich den Daumen wegnehme, den zusammengefalteten Zustand beibehält, dann ist der Schlauch unten und oben, wo der 510er gelagert ist, dicht. Und wie ihr seht, na, das sieht nicht so gut aus. Also nehme ich meinen Adapter mal runter. Es kann jetzt auch an den Adapter liegen, dass der da nicht genug drauf drückt. Gucken wir einfach mal. So, der 510er ist gefedert. Ich kann aber jetzt nicht sehen, erkennen, ob der nur in Silikon oder in einer Feder gelagert ist. Dann müsste ich den aufschrauben. Finde ich jetzt erstmal blödsinnig. Also machen wir den gleichen Test nochmal. Das sieht besser aus. Jo, super.
Zwar nicht ganz so gut wie die anderen Buchsen, aber das ist jetzt so, dass ja auch, wenn da jetzt auch noch Liquid durchkommt und sich drin überall irgendwo benetzt da, dichtet das auch noch ein bisschen ab. Ja, das sieht aber gut aus. So, jetzt wollte ich noch ausprobieren. Das ist ja eine 20700er. Wo habe ich jetzt eine dickere? Naja, das ist auch eine 20700er. So, hier habe ich eine E-Fest. Und dann gucken wir da mal, ob die da auch gut reinpasst. Ja, da wird es jetzt schon ein bisschen schwieriger. Aber normalerweise müsste die reingehen. Ja, geht auch. So, weil 700 ist 700. Ne? 21 oder jetzt hier die 20 bezieht sich ja auf den Durchmesser. So, und wollen wir mal gucken. Super. Klappt bestens. Kann man also im ersten Moment nichts Negatives sagen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal ein paar Tage, werde ich die Desiree Squonker, werde ich die mal testen. Und bei Zeiten kommt dann mein nächstes Video und dann sage ich, wie sie im Alltagstest bestanden hat. Also hier unten steht noch drauf CE-Zeichen, nicht in die normale Mülltonne entsorgen. Was das für ein jetzt Emblem jetzt heißt, kann ich noch nicht mal was sagen. 18 plus. Naja, wir werden sehen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann bleibt mir nur noch eins zu sagen. Möge der Dampf weiterhin mit euch sein. Tschüss, bye bye, winke, winke, sagt eure Diane, die Smogwolke. Und man sieht sich Sonntagabend 19 Uhr im Privat-Hangout auf diesem Kanal. Und tschüss, bye bye und weg.